Elisabeth von Female Trouble TV. Ich habe hier eine Frau gefunden, die wirklich zu den Macherinnen in München gehört, den Bayerischen Hof leitet, Direktorin Ingegrid Volkert. Ingegrid, was machen Sie heute hier bei Ärger im Paradies? Was ist für Sie der Ärger im Paradies? Ärger ist eigentlich, dass ich momentan gerade nicht in unserem Haus bin, aber Freude ist, dass ich endlich dazu komme, das Museum Brandhorst anzuschauen, was ich bis heute noch nicht geschafft habe. Sie sind ja sehr oft in der Presse als wirklich die, eine der wenigen Frauen, die gerade in der Hotellerie, das ist ja auch eine sehr arbeitsintensive Branche, wo man ständig präsent sein muss, ganz, ganz vorne steht. Wie ist denn Ihr persönliches Erfolgsgeheimnis? Erzählen Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, fleißig sein, nachhaltig sein, Spaß zu haben an dem, was man tut. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ich habe ein tolles Unternehmen, wo man zum einen viel Entwicklungsspielraum hat, aber auf der anderen Seite natürlich auch unheimlich gefordert ist, tolle Menschen kennenlernt, immer wieder Neues machen kann, was halt auch Spaß macht. Müssen Frauen da mehr leisten? Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, ich bin fester Überzeugung, wir sind schon in einer Generation, wo jeder die gleichen Chancen hat. Also vielleicht noch eine Generation vor uns schon. Aber ich denke heute nur ein bisschen einfach Selbstbewusstsein und dann muss man auch nicht mehr machen. Einfach nur tun, müssen Männer wie Frauen. Und Ihr Traum, es ist ja trotzdem Ärger. Sie haben gesagt, Ärger heute, dass Sie nicht im Hotel sind. Also ständig Präsenz, Ärger im Paradies. Was ist Ihr Traum? Mein Traum ist eigentlich in Erfüllung gegangen. Ich habe ein wunderbar erfülltes Leben. Ein bisschen schöner wäre es heute noch, wenn jetzt auch noch die Sonne scheinen würde und der Winter nicht käme. Ansonsten geht es mir wunderbar. Das war Elisabeth mit Ingegrid Volkert für Female Trouble TV.